Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte über Deutschland sprechen, über das, was Deutschland ist. Sie, Herr Merz, haben das vor wenigen Tagen auf dem bayerischen Jahrmarkt Gillermoos in einem Bierzelt getan. Sie haben gesagt, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland. Herr Merz, dass Sie dieses Bild gewählt haben, das ist kein Zufall, das war nicht im Rausch eines feuchtfröhlichen Bierzeltrednertums. Solche Bilder wählen Sie immer wieder. Solche Bilder wählen Sie immer wieder, um zu definieren, wer dazugehört und wer nicht. Wer richtig in diesem Land ist und wer falsch. Wenn Sie von kleinen Jungs im Kindergarten sprechen, deren Eltern muslimisch sind, dann sind das auf einmal nicht mehr Kinder, dann sind das kleine Paschas. Wenn Sie von ukrainischen Geflüchteten sprechen, dann sind das auf einmal Sozialtouristen. Und wenn Sie von Arbeitslosen sprechen, dann sind das auf einmal Arbeitsverweigerer. Und auf der anderen Seite, da stehen die Leistungsträger oder die normalen Menschen, wie der Kollege Haase in der Bundestagsdebatte gestern gesagt hat. Wenn wir zurückkommen auf das Bild mit Kreuzberg, dann frage ich Sie, was an Berlin-Kreuzberg ist nicht deutsch? Und was macht die Menschen im bayerischen Bierzelt deutscher? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen vieler Nationen leben und Menschen vieler Biografien und nicht nur Menschen, deren Familien seit Hunderten von Jahren in diesem Land leben? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen verschiedener Religionen leben und nicht nur Menschen einer? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen verschiedener politischer Überzeugungen leben und Menschen verschiedener sexueller Identitäten und nicht nur einer? Eine CDU, die diesen Weg geht, die anfängt zu definieren, wer normal ist und wer nicht, wer deutsch ist und wer nicht, wer dazugehört und wer nicht, die geht einen gefährlichen Weg, die geht einen verantwortungslosen Weg, gerade in einer Zeit wie dieser. Was wir stattdessen bräuchten, wäre eine Volkspartei, die den Anspruch Volkspartei, das heißt für alle eine Partei zu sein, ernst nimmt. Was wir bräuchten, wäre eine konservative Partei, die den Zusammenhalt der Menschen in diesem Land nach vorne stellt. Und zum Glück haben die Menschen in diesem Land in zwei Krisen uns gezeigt, von Flensburg bis nach Niederbayern, dass sie diesen Zusammenhalt schaffen. Warum sind wir letztes Jahr besser durch eine Krise gekommen, als wir alle erwartet hätten? Das lag daran, weil dieses Land zusammengehalten hat. Das lag daran, weil Menschen Gas gespart haben, weil Unternehmen Produktionslinien umgestellt haben, weil wir gemeinsam daran geglaubt haben, dass wir diese Herausforderung meistern können. Und wir haben das geschafft. Die Gasspeicher sind besser gefüllt als erwartet. Die Wirtschaft ist besser durch die Krise gekommen, als viele Experten angenommen haben. Die LNG-Terminals werden schneller gebaut, als sie uns jemals zugetraut hätten. Die Preise, die sind deutlicher gesunken, als wir alle erwartet hätten. Das ist eine gemeinsame Leistung, die dieses Land geschafft hat. Und ja, es gibt weiterhin große Herausforderungen, auch wirtschaftspolitische. Und deswegen frage ich mich, warum gerade der Vorsitzende der CDU Deutschlands in dieser Generaldebatte kein einziges Wort zur Wirtschaftspolitik verloren hat. Betrachten Sie das nicht mehr als Ihre Aufgabe, hierfür Lösungsvorschläge zu machen? Wir als Ampel gehen die Aufgaben, die vor uns liegen, an. Mit Tatkraft und mit Mut zur Zukunft und mit Vertrauen in die Stärke der Unternehmen in unserem Land. Das größte Problem, das die Wirtschaft hat, ist eines, über das Sie noch nicht mal sprechen. Das ist das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Denn wenn Bäckereien niemanden mehr finden, der die Brötchen verkauft, wenn in der Lausitz die Ingenieure fehlen und wenn an der Küste in den Hotels die Arbeitskräfte ausgehen, dann können wir den Laden hier dicht machen. Und Sie reden noch nicht mal über dieses Problem, während wir als Koalitionsfraktionen handeln.
Wir gehen die strukturellen Themen an mit einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das seinen Namen verdient hat, mit einem modernen Einwanderungsgesetz und mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Wir gehen alle strukturellen Reformen an. Ja, wir machen jetzt auch ernst mit dem Thema Bürokratieabbau. Denn das ist wichtig. Das ist zentral in diesem Land. Das lähmt viel zu viele Unternehmen. Da muss man aber auch mal konkret werden und nicht immer drüber reden. Sie hatten 16 Jahre Zeit. Außer reden haben Sie nichts geschafft. An der öffentlichen Infrastruktur in diesem Land. Ich möchte Ihnen eine Geschichte aus dem Sauerland erzählen. Von der Talbrücke Rammete bei Lüdenscheid. Das ist oder war eine 450 Meter lange Autobahnbrücke der A45, die so marode war, dass sie mittlerweile gesprengt werden musste. Der ganze Verkehr, der zieht jetzt durch die Dörfer. Die Anwohner sind verzweifelt angesichts des Lärms und der Lkw-Karawanen, die vor ihrer Haustür durchfahren. Die Wirtschaft vor Ort, die leidet unter den massiven Umwegen, die die Lkws machen müssen, um irgendwo noch anzukommen. Wer an dieser Stelle spart, wer die Investitionen in die Zukunft unserer Infrastruktur vernachlässigt, so wie Sie das über viele Jahrzehnte gemacht haben, der gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Brücke im Sauerland ist zum Symbol geworden für Ihre verfehlte Wirtschaftspolitik. Und wenn wir über die Herausforderungen reden, die wirtschaftspolitisch vor uns stehen, dann sollten wir uns auch auf diejenigen konzentrieren, die die Unterstützung jetzt am meisten brauchen. Und das sind die energieintensiven Unternehmen in diesem Land. Das sind die Großen und die Kleinen. Die stehen im internationalen Wettbewerb. Die waren besonders betroffen von der russischen Energiekrise. Die leiden jetzt unter den hohen Preisen. Und ich spreche einfach eine Einladung aus, weil ich weiß, dass es in verschiedenen Fraktionen in diesem Parlament noch Debatten darüber gibt, ob ein Industriestrompreis, ob ein Brückenstrompreis die richtige Antwort ist. Ich spreche die Einladung aus, weil am Ende müssen wir eine Frage beantworten. Stahl, Chemie und Aluminium, die wird es weiterhin geben. Die werden irgendwo auf der Welt hergestellt. Die Frage ist nur, ob die auch in Deutschland weiterhin hergestellt werden. Und wir Grünen, wir sagen ganz klar, wir wollen das, weil wir daran glauben, dass es gut bezahlte Facharbeiterjobs in diesem Land braucht. Weil wir daran glauben, dass unsere Industrie gut aufgestellt ist, hochinnovativ und bereit auf dem Sprung zu einer grünen Zukunft. Und wenn wir über Zusammenhalt reden, dann müssen wir auch über Sozialpolitik reden. Denn die hohen Preise in diesem Land, die treffen nicht alle Menschen gleich. Die treffen insbesondere diejenigen am härtesten, die am wenigsten haben. Und deshalb ist es richtig. Und deswegen bin ich so froh, dass diese Regierung mit der Anpassung der Regelsätze an die Inflation jetzt das macht, was angemessen und notwendig ist. Wenn Lebensmittel, wenn Kleidung, wenn all das, was man fürs Leben braucht, teurer wird, dann müssen die Regelsätze angepasst werden. Dann ist das keine Bestrafung der hart arbeitenden Gesellschaft, dann ist das einfach nur die Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums, die uns das Grundgesetz schon aufgegeben hat. Und Herr Merz, es ist total einfach, sich aus der privilegierten Position eines Mannes, der sein Leben lang sehr, sehr gut verdient hat, hinzustellen und auf diejenigen herabzuschauen, denen es im Leben nicht so gut gegangen ist. Es ist falsch, aber es ist vor allen Dingen auch unehrlich. Denn die Anpassung, die wir jetzt vornehmen, die geht auf eine Reform zurück, der Sie selbst noch vor wenigen Monaten zugestimmt haben. Die Reform des Bürgergeldes, die ist mit Ihren Stimmen und mit den Stimmen aller unionsgeführten Regierungen in diesem Land verabschiedet worden. Und dass Sie sich jetzt vor die Kameras stellen und so tun, als ob Sie damit nichts mehr zu tun hätten, ich frage mich, gilt das Wort der konservativen Partei in diesem Land immer nur bis zum Sommer? Und das Zweite, was mir bei Ihnen auffällt, Sie entdecken Ihr Herz für diejenigen, die hart arbeiten und trotzdem mit wenig Geld am Ende des Monats nach Hause kommen, immer nur dann, wenn es darum geht, gegen diejenigen zu polemisieren, denen es noch schlechter geht.
Ich frage mich ganz ehrlich, was hilft es der Altenpflegerin, die jeden Morgen früh aufsteht und dafür sorgt, dass die Generation ihrer Eltern und meiner Großeltern eine gute Versorgung bekommt, wenn sie das nicht mehr alleine schaffen? Was hilft es der, wenn es den Menschen in der Grundsicherung noch schlechter geht? Das Einzige, was ihr helfen würde, ist, dass wir dafür sorgen, dass sie bessere Löhne bekommt und dass sie unterstützt wird mit den Kosten, die sie in ihrem Alltag hat. Diese Vorschläge machen sie aber nicht. Sie haben heute gesagt, die CDU möchte die Kindergrundsicherung stoppen. Was für ein Signal, gerade für die Frauen in diesem Land, die zum Beispiel das Gehalt einer Altenpflegerin haben. Denn die sind diejenigen, die insbesondere von der Kindergrundsicherung erreicht werden. Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen und trotzdem nicht genug verdienen, um die Miete, die Winterschuhe und vielleicht auch mal den Zoobesuch für die Kinder finanzieren zu können. Die nicht mal wussten in der Vergangenheit, dass sie Anspruch auf eine Unterstützung haben, die höher ist als das Kindergeld. Das ändern wir jetzt. Damit machen wir Schluss mit der größten sozialpolitischen Reform seit vielen Jahren, weil wir es endlich einfach machen, dass das Geld bei den Kindern ankommt. Und man muss schon sagen, wenn Sie dann immer wieder sagen, am Ende geht es nicht um Leistungsverbesserungen, sondern es geht vielleicht um Arbeitsanreize für diejenigen, die im unteren Einkommensbereich sind. Der Altenpflegerin zu sagen, mach doch einfach einen anderen Job oder geh doch mehr arbeiten, das ist zynisch. Und das ist, solange wir es uns nicht leisten, diese Altenpflegerin besser zu bezahlen, auch einfach gesellschaftspolitisch eine irre Antwort. Sie können mit uns dafür sorgen, dass es den Menschen im unteren Einkommensbereich besser geht. Sie hätten zum Beispiel für die Erhöhung des Mindestlohnes stimmen können im letzten Jahr. Diese Koalition hat das gemacht. Sie haben es nicht gemacht. Sie könnten sich für ein Tariftreuegesetz entscheiden, damit endlich Schluss ist damit, dass der Staat bei seiner öffentlichen Auftragsvergabe auch noch Tarifflucht belohnt. Das wäre eine Einladung, die ich jetzt an Sie ausspreche. Denn gute Tarifbindung ist der beste Garant dafür, dass die Menschen ihren Jobs auch gut verdienen. Und mit einem Tariftreuegesetz schaffen wir genau diese Anreize, dass es in Zukunft mehr Tarifverträge in diesem Land gibt. Und ganz zum Schluss einfach noch einmal ein Appell an die Unionsfraktionen. Wir brauchen Zusammenhalt in diesem Land. Und dafür brauchen wir uns alle, auch Sie. Wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann, Berlin-Kreuzberg ist Deutschland genauso wie das bayerische Bierzelt. Wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann, der Christopher Street Day ist Deutschland, genauso wie die Bayreuther Festspiele. Und wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann, der Islam gehört zu Deutschland, genauso wie der evangelische Kirchentag. Sie waren da schon mal. Ich kann Sie nur herzlich einladen, kommen Sie wieder zurück.